Wieder der Arsch hier. Stehst da wie ein stinkender Otter, eine halbe Stunde da zu reden, mit dem ersten Wort jetzt da, der kommt zu hier an und hat auch nicht mal geklärt, wo der Kopfballpendel hin soll. Wir haben ein bisschen gequatscht, Udo. Ja, aber warum dann nicht über den Kopfballpendel? Weil ich da nicht dran gedacht habe. Ey, du bist so ein August, bist du, ne? Wir sollen das Ding. Ich krieg wieder Arsch ab. Wir wollen jetzt anfangen. Genau. Komm. So. Wir machen heute was? Kopfballpendel, also wie oft soll ich das noch sagen? Können wir nicht langsam mal anfangen? Wir müssen die Scheiße jetzt in die eingebuddelt haben und das. Ich möchte auch mal Wochenende machen und da kommt schon wieder Zuschauer an. Weil wir nur am Diskutieren hier sind. Nein, wir müssen wieder. Das Video muss doch irgendwie anfangen. Interessiert mich nicht. Wir nehmen beide eine Schaufel in die Hand. 60 mal 70 Loch buddeln, Rohr rein, Beton rein, fertig. Und wer hilft uns? Ja, Schweiße und Fuß. Gehst du heute Abend noch zum Tanzkurs oder wieso hast du deine Tanzschuhe an? Ich habe Angst vor Zecken. Hier auf dem kurzen Rasen. Da sitzen Zecken. Liebe Zuschauer, ihr wisst das gar nicht, wie das mittlerweile hier ist, Videos zu drehen. Ne? Ja. Da stehen nämlich dann immer Leute und beobachten uns. Richtig. So, und jetzt lass uns nicht unter Beobachtung, jetzt beobachten wir jetzt mal, wie wir ein Loch buddeln. Ich habe außersehentlich auf Play gedrückt. Nee, Play, ich hau dir gleich Play. Mir könnte schon wieder der Wettergott in den Arsch treten. Ganzen Tag Sonnenschein, kommen wir hier, schon wieder bewölkt. Und gleich wird wieder Popo-nass. Oh Mann, ist doch kacke, ist das doch jedes Mal dasselbe. Es war nur, weil wir da vorne stundenlang am Diskutieren sind. Und du da vorne über den Rasenheiligen drüber diskutiert, anstatt zu fragen. Was redest du da? Ja, weil mir regt das auf. Das ist schon wieder eine 5-Minuten-Einleitung. Lass uns einfach anfangen. Ja, komm her. Erklär den Zuschauern aber erst, was wir heute machen. Hey, jetzt reicht. Udo. Hier, Udo, wir haben das nicht. Jetzt ist Schluss. Ey, du hast zum 6. Mal gefragt, was wir heute machen. Was machen wir? Wir bauen einen Kopfballpendel auf. Wir bauen keine Frikadellen oder Pommes oder einen Hamburger. Wir bauen einen Kopfballpendel auf. Und lass es jetzt. Und jetzt hör auf, die 7. Frage zu stellen. Erklär den Zuschauern, was du heute machst. Das brauchen wir nicht mehr erklären, weil dann brauche ich gar nichts mehr erklären. Dann brauche ich nur das erklären, weil du da auf dem Boden liegst. So, Schwarze Fuß, ich habe keine Zeit und sitz zu. Raus da. Kommt her. Los. Mir raucht man erst mal eine. Mir verträgt überhaupt den Stress gar nicht mehr. Oh, ich bin so durcheinander. Wilke, wir kriegen noch nicht mal eine Schippe aus der Garage. Weil du da vorne eine halbe Stunde mit dem Vorsitzenden redest über Sachen, die keinen interessieren. Wir brauchen nur 6 mal 700er Loch machen und dann Beton anwischen. Und ihr könnt ruhig reinkommen, das interessiert hier keinen. Und wir kriegen noch nicht mal ein Loch, noch nicht mal eine Schaufel haben wir hier stehen. Weil du da vorne eine halbe Stunde am Diskutieren bist und fragst noch nicht mal, wohin das Loch. Moin. Einfach eben vorbeigekommen, ne? Einfach mal hier vorbeigekommen. Udo ist schon wieder geladen. Ja, bin ich auch. So ein kleines Projekt machst du eine 7 Stunden Aufgabe von. Das kannst du in einer halben Stunde, kannst du das abfertigen, das Scheißding. Ich hab da hinten Sachen mit ihm besprochen. Ja, aber nicht über den Kopfballpendel hast du dann nicht mit drüber. Ja, weil du mit ihm darüber sprichst. Ja, nee, du warst doch mit ihm am Reden. Habt ihr uns Naschi Naschi mitgebracht? Genau, Naschi. Oh, danke. Dankeschön. Danke für Naschi Naschi. Ja, danke für Naschi Naschi. So, Bestandsaufnahme, ihr Schlüpfer. Was brauchen wir? 2 Schaufeln. Ein Spaten. Und ein Loch. Und Beton. Und die Mischmine muss aufgestellt werden, das kannst du machen. So, Schaufeln raus. Das sind Suss-Schaufeln. Das sieht man an dem Blau. Jetzt hör auf mit dem Brett da unten rumzuspielen. Such doch erst die andere Platte. Wo soll das Ding jetzt hin, Udo? Ja, ich muss das jetzt mal angucken. Was machst du denn da? Photosynthese oder was? Nee, ich such die Flucht. Von den Posten, da geht er weg. Du musst aber doch trotzdem den Zuschauern erklären, warum du das Pendel hier hinstellst. Weil ich heute Abend hier einen Tisch aufstelle. Weil ich beim Franzosen habe ich einen Tisch bestellt, ja? Weil ich Dinner vor 2 mache. Und darum wird das hier hingestellt. Das kannst du doofe Fragen stellen.
Nein, das ist aber. Nein, ich werde hier so schlecht. Da kommt das Pendel rein. Da, aber er wird das jetzt genau umschrieben haben. Was ist das? Ja, also, nein, dann stelle ich den Tisch auf. Und vielleicht habe ich heute Abend wirklich Dinner vor zwei beim Kerzenschein. Aber warum steht das Kopfballpendel hier, wollte ich wissen. Weil da der Sportplatz ist und die Jungs sind da am Trainieren. Und wenn der Pendel hier steht, dann können sie von da aus hier rüberlaufen und Kopfballtraining machen. Kapierst du es jetzt? Das glaubt mir kein Mensch. Dreh dich mal ganz langsam um. Liebe Zuschauer, wir machen einen ganz normalen Dreh hier. Aber momentan ist das so hier. Hier kommen so viele Zuschauer an. Wir kommen gar nicht mehr zum Drehen. Wo ist denn das Kabel für die Mischmühle? Hier musst du alles selber machen. Seid ihr eigentlich nicht in der Lage, mal da in den Schuppen reinzugehen und gucken, wo das Kabel liegt? Geht's nicht? Bin ich hier eigentlich Udo, der Allwissende? Hab ich irgendwie lange Haare? Das ist aber doch dein Job. Hab ich Latschen an? Kann ich übers Wasser laufen? Ja, damit den Latschen kannst du übers Wasser laufen. Du musst doch wissen... Ey, da stehen zwei 17-jährige Jungs. Ja, was macht man dann, wenn er einen betrocknet wird? Ja, kannst du viel Spaß. Dann gehst du da hinten rüber. Da, wo das schwarze Erde ist, da tippst du das Ding eben aus und machst, haust da drauf, trocknet es aus. Kann weggekommen. Okay. Dann holst du einen neuen Sack, machst rein. Der Nächste, wenn er mitgedacht hat, geht dahin, hol den Schlauch hier rüber. Muss man euch sämtliche Anweisungen geben? Nein. Da bist du schlau. Dreh die Mischmühle mal um. Wirklich, da kann ich mich nicht mehr drüber aufregen. Also er sieht, dass er das Kabel nicht lang genug ist. Dann geht man bei und dreht die Mischmühle um. Natürlich, ich baue da jetzt 10 Verstecker dazwischen. Jetzt geh da hinten hin und dreh die Mischmühle um. Boah, willst du hier noch länger? So was Blödes kenne ich nicht, also echt nicht. Guck da nach Steckern hier. Anstatt das Ding umzudrehen, dass die Steckdose zu die Seite, passt die Länge. Das heißt jetzt, Wasser an, Sack Zement. Wo hast du denn die Kübel jetzt gelassen? Ich glaube, ich bin der. Also, warte, Udo. Das kannst du nicht erfinden. Hier steht ein anderer Kübel. Das kannst du nicht erfinden. Jürgen hat den einfach umgedreht und wartet jetzt, bis er austrocknet. Ja, natürlich wartet der Billy. Und da kannst du 100 Jahre drauf warten, dass der austrocknet. Warte mal, du willst jetzt schon das Betonmischer noch nicht mal ein Loch gebuddelt? Nee, das merkt er nicht. Nee, aber du gibst doch die Aufgabe. Wir müssen doch erstmal ein Loch buddeln. Stopp, halt. Schaufel da hinten auslassen. So, warte mal, du wolltest. Ja, ich bin jetzt durcheinander gewesen. Aber man kann ja trotzdem schon Beton mischen. Nein! Machen wir jetzt nicht. Warum hast du nicht einfach erstmal angefangen? Weißt du, das ist wieder deine Arbeitszeit. Und man fängt doch normalerweise an und steckt erstmal ab, was man ausbuddeln muss. Ja, das mache ich jetzt auch. Ja, siehst du. Und wieso bist du hier die ganze Zeit an der Mischmühle zugange? Ja, weil ich mit durcheinander bin. Mess das doch erstmal aus. Ja, mache ich auch. Lass uns mal ernsthaft ein Sternfundament machen. Jetzt will er auch nur Experimente hier machen. Nein, Udo, das ist bewiesen, dass das haltbarer ist. Ein sternförmiges Fundament. Ja. Du hast so einen an der Flappe hier oben. Mehr geht nicht. Wir machen ein ganz normales Loch. Udo, da müssen wir selber lachen. Du kriegst so Lack. Udo, willst du nicht auch mal ausstechen? Oh, ey, Jan-Jürgen, warum bist du da kreuz und quer? Doppelt so viel wie du geschafft. Ja, von wegen. Den meisten habe ich rausgenommen. Erklär den Zuschauern, was du gerade machst, Udo. Ich bereite gerade meine Marzipantorte vor. Ich steche die Schnitte, also die Stücken aus, damit wir heute Abend gemütlich Marzipan essen können. Was kannst du blöde Fragen stellen? Jetzt reicht's aber mit deinen blöden Fragen. Nee, da lachst du drüber. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Antwort. Jedes Mal. Was machst du da? Was machst ja, du Udo, aber die Zuschauer wollen doch wissen, was du machst. Ja, jeder Zuschauer ist schlauer wie du. Dann sagst du. Und sagt, der Udo buddelt dann noch. Ja, Udo, aber ich wollte. Du lässt mich. Udo, die Kamera war noch gar nicht. Die Kamera war noch gar nicht an. Du fängst an rumzumotzen. Du sollst den Zuschauern doch grob erklären, wie es funktioniert, das Kopfballpendel. Was wir da machen. Wir buddeln jetzt ein Loch. Genau. Und was kommt da rein? Da kommt jetzt Beton rein. Nein, was kommt da zuerst rein? Das Rohr. Welches Rohr? Wo wurde nachher der Kopfball. Zeig das Rohr doch mal. Jan-Jürgen, du brauchst nicht aufhören zu graben, du kannst weitermachen. So. Der Zuschauer muss es ja auch mal grob verstehen, was du machst. So, das ist das Rohr.
Genau. Und das kommt natürlich. Das ist natürlich gekürzt, weil das noch zu lang ist. Das ist ja ein Meter. Wir brauchen für den Kopfballpendel keinen Meter. Ja, so. Da wird jetzt 50 cm also abgeschnitten. Ja. Kommt 50 cm im Boden rein. Und dann kommt der Beton drum zu. Dann lassen wir das härten. Und dann wird das Ding einfach da reingestellt. Dann kannst du das immer wieder rausnehmen. Wenn zum Beispiel jetzt hier Sportveranstaltungen sind und wir brauchen kein Kopfballpendel, dann kann hier so ein Bierwagen stehen. Mich schneidet jetzt das Rohr. Mir heißt das Udo. Ja, dann mir schneidet das Rohr. Ich schneide das Rohr, heißt das, glaube ich. Du Dossel. Ich komme komplett durcheinander. Letzte Woche lag die Eisensäge noch hier. Da hat Köppen sie noch benutzt. Jetzt ist sie weg. Udo, ja. Ist das nicht eine Holzsäge? Nein. Was ist das denn? Holzsäge. Kannst aber auch Plastik beschreiben. Mir ist doch ein guter Handwerker, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Der liebe Gott hat wirklich gut mit mir gemeint. Sieht's denn aus? Bisschen musst du noch. Ja, ein bisschen. Und du machst dich gut. Hast doch was von mir angenommen. Also im Straßenbau könnte er tätig werden, Wilke. Du ja nicht. Du könntest auch im Galabau tätig werden. So ein Galabau. Gartenlandschaftsbau. Galabau heißt das doch nicht. Das heißt, na klar. Ja, Gala, Gartenland, nee, Gael, Landschaftsbau. GLB heißt das. Was? GLB. Warum? Gala Land. Nee. Gartenlandschaftsbau. Boah, da kommst du durcheinander mit, ey. Kannst du nicht erfinden, Udo. Nee, kannst du auch nicht erfinden, deine Scheiße. Es wird aber immer deutlicher, dass du hier der Baustellen-Lucky Luke des Jahres bist. Mach schneller Pause als dein Schatten. Und du hast gleich keinen Schatten mehr. Also so was blöd. Ja, dann musst du da nicht im Weg stehen. Ich hab's dir jetzt dreimal gesagt. Hier weiter runter. Ja. Ah! Du bist der Arschloch! Du bist der Letzte! Was stehst du denn im Weg? Du hast ihn gesagt! Das kann man nicht erfinden. Hey, damit kannst du nicht erfinden. Jonas, dreh mal Wasser ab. Das weiß jeder, dass man irgendwie zu tief machen soll. Ja, die schwer vielleicht. Ja. Warum hast du denn rüber runtergesetzt zu tief? Weil. Hör auf zu diskutieren, mach das weg. Mann. Das hat man jetzt gar nicht so mitgekriegt, was da gerade passiert. Ja, Jan Jürgen wollte so schlau sein, hat die Mischmühle so tief gesetzt, dass er vorne rausgeflogen ist. Liebe Zuschauer, das kann man nicht erfinden, was hier passiert mit den Chaoten. Und wer kriegt Schuld? Ich natürlich. Ja, warum? Und warum reg ich mich so aus? Warum? Ja, wegen solchen Chaoten. Nicht flüssig genug. Das soll nicht flüssig sein. Du hast doch gesehen, wie Kevin das gemacht hat. Wisst ihr was? Mach das so, wie ihr das wollt. Und das wird Filmmaterial festgehalten. Du schneidest nichts raus. Und wenn dann einer kommt, warum ist das Schwimmbeton? Dann habt ihr die Verantwortung, nicht ich. Udo, ja. Kann das sein, dass hier so eine leichte, gereizte Stimmung in der Luft liegt? Oh, wow! Ja. Das kann ich jetzt gerade richtig gebrauchen, das Oh, wow. Udo, ich habe eine Kamera in der Hand. Ich seh mich nicht. Guck mal, wie schwer das Ding geht. Udo. Aber ist er leer? Ich da fährt der weg. Das gibt's nicht. Fahr das Ding runter. Also du kannst am Baum nicht. Udo, was machst du da? Das kannst du nicht erfinden, was hier passiert, Udo. Udo, das kann man nicht erfinden. Nee, ich geh da hin, bevor der mir das Rohr aus der Versenkung. Rein. Hey, wenn du den Bienenstiel aufgefressen hast, dann sag ihm Bescheid, dann gebe ich ihm noch ein. Und, ist das Präzisionsmessgerät angesetzt? Noch nicht ganz. Mach die Mischmühle an! Wir können sie so wegbringen. Da kommen schon wieder Zuschauer und die beiden, die kosten mir die letzten Nerven. Also da bist du auch ein weiser Knaben.
Das muss jetzt eingearbeitet werden. Wenn du den ausstellst, dann backt der Sand dran. Da war noch keine Mischung, nichts anderes drin. So, der Sand ist auch ein bisschen angefeucht. Dann stellst du den ab, dann backt das. So, und jetzt hat er natürlich Schwierigkeiten, das wieder zurückzuholen. Dann musst du ein bisschen runterstellen, ist egal. Ja, dann schwappt das hier über. Ja, dann kannst du das ja wieder reinschauen. Das sieht aus wie Creme Brûlée. Was? Wie Creme Brûlée. Wie heißt das? Creme Brûlée. Heute Abend für mein Zwei-Gänge-Menü. Liebe Zuschauer, da kommt ja schon wieder eine ganze Familie. Wir mögen ja unsere Fans. Aber während der Dreharbeiten, das ist immer so eine Scheiße. Dann schmeiß uns wieder zwei Stunden zurück. Moin. Moin. So, jetzt für mich zieht er doch wieder. Von da. Gut, gut. So, aushärten lassen, Sand drüber, Pendel morgen aufstellen, fertig. Haben wir gut hingekriegt, ne? Ja, wir. Da war eine ganz leichte Geburt. Mir geht jetzt nach Hause, eine Nacht drüber schlafen und morgen bauen wir das Pendel ein. Irgendwann später. Sonntagmorgen, 8 Uhr. Ich stehe hier mit Gülle und Fass und auf wen warten wir? Auf Udo. Damit wir jetzt nochmal schnell das blöde Kopfballpendel in die wie heißt das? Rohr. Damit wir dieses Kopfballpendel im Fundament reinstecken können. Und dann muss ich ganz schnell nach Hause, weil... Das Video muss noch fertig geschnitten werden. Ganz genau. Jean-Claude Van Damme hat gerade angerufen. Nee, seine Stonewash-Jeans. Wo willst du denn wieder hin? In Fight Club oder was? Nein. Wenn du mich morgen schon auf den Sack gehen willst, dann hau ich dir gleich einen an den Hals. Weißt du, was Bietje zu mir gesagt hat? Nee. Hast du noch mal in den Spiegel geguckt? Hast du keine Zahncreme links oder rechts? Hast du nichts an der Nase? Nee, hab ich gesagt, bin so rausgekommen. Halbe Gesicht hast du wieder voll. Du hast hier vorne Zahnpasta, du hast da Zahnpasta, du hast da Zahnpasta. Ja, dann ist das, weil du Stress gemacht hast. So, mir will er es überprüfen. Ist gut. Hält. Also, was heißt das? Es hält. Das hält. Abschluss. Rohr rein. Fertig. Wie, da ist so ein Rohr drin? Das Kopfballpendel, was da seit 20 Jahren an der Ecke steht, kommt jetzt hier rein. Ich werde so schlecht. Das ist jedes Mal dasselbe. Wenn wir was tragen müssen, was schleppen müssen, ja, dann holt das mal eben. Ich muss filmen. Mir ist auch immer wieder verwundert, wie herrlich das hier am frühen Morgen ist. Hier hoppelt und es tut hier richtig schön. Wenn Udo nicht alles selber macht hier. Ha? Mir ist ganz verwundert, wie leicht das ist. Thanks, Jan-Jürgen. Ich habe zu dir gesagt, du sauber machst. Ganz Rasen versaut. Ja. Da reden wir nochmal drüber. Schief. Das gibt's nicht. Udo. Warte. Udo, warte. Wie muss die Kamera im Ausmachen? Ich kriege hier gleich einen Anfall. Udo. Erklär mir mal, wer da oben Bein dran festmachen soll. Das Ding ist fast so hoch wie der Fahnenmast. Meine Fresse kann hier nichts machen. Udo! Nein! Udo! Sowas plant man doch vorher. Guck dir doch eben an, wie hoch der Kopfballpendel ist. Der muss hier tiefer! Der geht aber doch gar nicht tiefer rein! Weil er schief ist! Ich werde hier so schnell! Ja, Udo! Da sieht man doch, wie groß das Kopfballpendel ist. Nee, das ist irgendwas. Udo! Du musst hier runter. Guck dir mal an, was da reingeflogen ist alles. Was? Der ganze Scheiß von dem Rohr ist da reingeflogen. Darum ging er nicht weiter. Du denkst ja aber auch wirklich gar nicht nach. Halt einfach dich, Gosch. Halt einfach am frühen Morgen, Gosch. Du denkst aber auch wirklich gar nicht nach. Was kann ich denn? Liebe Zuschauer, hier ist ein Melöpeset. Das Ding ist 4 Meter hoch. Ja. Erstmal müssen wir. Und du machst ein 50 cm langes Rohr. Es ist heute Sonntag, ich kann ihn nicht flexen. Dann machen wir nächstes Mal. So, jetzt ist Abbruch. Liebe Zuschauer, mir ist auch ab und zu ein bisschen
blöd. Ey, aber wenn euch das Video so gefällt, Daumen nach oben und wir. Das war aber auch schon wirklich wieder super hoch. Ja, ich bin auch. Nein, das war schon wieder wirklich super. Ja, das werde ich morgen alles bereinigen und dann steht das Ding wie eine Kerze gerade da. Das Video ist jetzt vorbei, wir müssen nach Hause frühstücken. Das ist aber auch wirklich hohl, Udo. Hier, guck, da ist er schon angefangen. Voll, pass voll, das Ding. Ihr habt keine Zeit für... Udo, wir müssen Neues machen. Boah, Wilke, alles neu. Was musst du sagen? Weiß ich nicht. Outro. Ja, was willst du denn sagen? Liebe Zuschauer, mir hat keine Zeit für diese Scheiße hier. Ich muss mähen. Aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat und unsere Kanäle, geht da rauf in YouTube. YouTube. War doch richtig. Facebook und Instagram. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss.